Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch The Last of Us in der Ellie Edition. Alle weiteren Informationen zu diesem Spiel und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Spiel und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. The Last of Us in der Ellie Edition, das Ganze aus dem Jahr 2013. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Gaming. Jawohl, das Spiel The Last of Us im Juni 2013 erschienen für die PlayStation 3. Es gab von dieser Edition zwei verschiedene Varianten, und zwar gab es einmal die Ellie Edition, das ist diese hier, und dann gab es auch einmal die Joel Edition, die werde ich euch ein andermal vorstellen. Das Ganze kommt hier in Schwarz und Weiß, wir lesen hier PS3, PlayStation Network und so weiter und so weiter. The Last of Us Ellie Edition und dann darunter noch einmal auf Französisch. Wir haben das Ganze ab 18 Jahren, dann die Hersteller und ansonsten rundum hier beschriftet. Von allen Seiten lesen wir The Last of Us. Und auf der Rückseite haben wir hier Infos zum Spiel auf vier verschiedenen Sprachen. Also wenn ich es richtig lese, ist das hier einmal Holländisch bzw. Niederländisch, dann Deutsch, dann rechts ist die Frage, wahrscheinlich Spanisch und darunter Französisch. Ja. Dann hier diverse Szenen und Infos, was diese Box hier beinhaltet. Und zwar lesen wir hier, diese Special Edition enthält The Last of Us Blu-ray Disc, also das Spiel, die Game Disc. Dann haben wir ein Mini Kunstband, Ellie Design für den Controller, ein Siebdruck Poster und ein Mini Comic. Okay, schauen wir uns alles an. Dann hier die Infos, technischen Details, Barcode. Okay, okay. So, das Ganze geht hier oben auf und dann holen wir das Ganze mal raus. Jawohl, so, die Box ist jetzt leer. Machen wir zur Seite. Und das ist der Inhalt. Wir haben hier so eine schwarze Tasche bzw. so ein Etui zum Aufhalten. The Last of Us lesen wir hier wieder, hier entsprechend Ellie abgebildet. Wie gesagt, bei der zweiten Edition, bei der Joel Edition, hätten wir dann natürlich ihn hier anstatt ihr abgebildet. Hinten noch das PlayStation-Logo. Und das Ganze ist hier mit Klettverschluss verschlossen. So, lässt sich hier aufhalten. Ah, nein, hier sind auch nochmal Klettverschlüsse. So, und hier kommt uns dann der ganze Inhalt entgegen. Und zwar haben wir hier einmal diese Controller-Skins und einen Sticker. Dann das Poster zum Spiel, das Artbook, das ist dieses hier im Querformat, dann natürlich das Spiel an sich, kommt hier in dieser Hülle, und dann haben wir hier noch diesen Comic, dieses Comic-Heft. So, dann packen wir das Ganze wieder zusammen, genau. Und starten wir mal mit dem Spiel an sich. So, das ist es. The Last of Us Ellie Edition auch hier wieder zu lesen. Auf der Seite nichts zu lesen. Und auf der Rückseite haben wir dann wieder beide, also Joel und Ellie. Und dann schauen wir mal rein. So, auch hier wieder abgebildet. Und dann haben wir hier auf der linken Seite einmal ein Booklet. Das sieht so aus. Ja, also hier so die wichtigen Infos, Steuerung, Infos zum Spiel und so weiter und so weiter. Und wir haben auch hier einen Download-Code. Moment. Genau, hier lesen wir es. Also, digitale Inhalte gibt es hier noch runterzuladen. Hier in diesem kleinen Heftchen haben wir noch einen Download-Code. Gut. Dann packen wir sowohl das Booklet als auch das hier wieder rein in das Fach hier. Und auf der rechten Seite haben wir dann das Spiel. Das ist die Disc, Blu-ray Game Disc. Gut, also das soweit zum Spiel.
Als nächstes haben wir das Poster, das wir hier mal aufhalten werden. So, das ist das Poster und links wieder der Schriftzug und dann hier riesengroß das Gesicht von Ellie und oben rechts gibt es dann auch noch das PlayStation Logo. Das Ganze kommt hier in schwarz-weiß im Hochformat und die Rückseite ist weiß. Also einseitig bedruckt dieses Poster. Dann mit dabei ein Sticker von Naughty Dog, das sind die Entwickler. Und dann haben wir hier noch diesen Skin, diesen Controller-Skin für den PlayStation Controller. Kann man sich dann natürlich hier rausholen und entsprechend aufkleben. Als nächstes haben wir das Heftchen, das Comic-Heft. Dark Horse Comics, Nummer 1 von 4, okay. American Dreams nennt sich das. Dann schauen wir erstmal durch. So, hier die Beteiligten. Und hier geht es auch schon los. Also, wenig Text. Kleine Sprechblasen, ein bisschen Text gibt es dann doch. So, dann wird es doch etwas mehr Text langsam, okay. Aber ja, hier geht es auch schon ziemlich zur Sache. Hier werden diverse Schläge verteilt. Also Gewalt kommt hier auf jeden Fall nicht zu kurz in diesem Comic, so wie auch in dem Spiel. Es ist nicht umsonst ab 18 Jahren. So, dann kommen auch noch Schusswaffen zum Einsatz. Ja, ich blättere das jetzt einfach so im Schnelldurchlauf durch, aber ihr könnt euch das Ganze natürlich entsprechend bei jeder Seite kurz anhalten, das Video, und euch im Detail durchlesen. Gut, das war's soweit mit diesem Comic. Und als letzten Inhalt haben wir dann noch das Artbook The Last of Us, beziehungsweise The Art of The Last of Us. So sieht es aus. Dann schauen wir mal rein. So, hier haben wir so eine kleine Einführung, in diesem Fall auf Englisch. Und hier geht es dann los mit allen möglichen Artworks, also sowohl zu den Charakteren, gut und böse Charaktere. Dann haben wir auch natürlich einzelne Szenen des Spiels oder Landschaften. Ja, so sieht das aus. Also, hier gibt es keinen Text, aber dafür jede Menge anzusehen. So, auch dieses Artwork, Artbook, werde ich hier wieder im Schnelldurchlauf durchgehen. Wie gesagt, bei gewünschter Stelle einfach kurz das Video pausieren. So, alles mit dabei, von Charakteren bis hin zu Landschaft, Gebäuden, Architektur. Oh, hier haben wir sogar eine Giraffe. So, und dann kommen auch schon die unangenehmen Charaktere hier. Jawohl. Sehr schön anzusehen. Gut, und das war's. Zum Abschluss gibt es ja noch die Waffen. Und ein schönes Panoramabild. Das war's. Okay. Das Artbook hier in der Ellie Edition, weiter natürlich auch der Comic, dann der Controller Skin, sowie der Sticker, das Poster und natürlich das Spiel an sich inklusive der zusätzlichen Inhalte zum Download. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Edition in der Ellie Edition The Last of Us. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Spiel bzw. dieser Box, dieser Edition? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr das Spiel feiert, falls ihr The Last of Us unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.